Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2 mit dem lieben Gerbi und mit meiner Wenigkeit am Controller. Und ja, da der liebe Gerbi hier ja schon alles abgegrast hat, kann ich mich gar nicht davor drücken, da jetzt irgendwie ja zu dem Gebäude zuvorkommen, wie ich bin. Ja, zuvorkommen, genau. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt in dieses Rathaus rein müssen. Deshalb werde ich jetzt schnurstracks, ganz schnell, ohne Umwege, die Taschenlampe ausmachen. Die Taschenlampe ausmachen. Und ganz schnell. Ist da überhaupt ein Tor? Kommt man denn überhaupt rein? Ich hänge vor einer Blume fest. Ich kann aber eine Blume klettern. So. Wo ist denn hier überhaupt ein Eingang? Weiter da vorne. Ach du Scheiße. Du kannst was aufheben, da wäre was. Ja, hier liegen ein paar Leute rum. Ja, das liegen. Wie lässt sich das? Hier ist ein Stacheldraht, hier können wir gar nicht rein. Da liegt doch einer. Guck mal, da ist ein Punkt rein. Hä? Links. Links. Dreh schon links. Dreh schon links. Dreh schon links. Dreh schon links. Ich gehe ja schon. Natürlich. Ach, da. Den habe ich nicht gesehen. Den steckt ein Messer am Kopf. Ja. Offensichtlich. Waiting for you. Ja, warte nur, du Arschloch. Foto von Sebastian Castellanos. Der Kerl, der Lilly entführt hat. Das muss er vor dem Lagerhaus aufgenommen haben. Ich warte auf dich. Er scheint mich also zu erwarten. Ach, echt? Wie kam er denn jetzt da drauf? Also, das ist doch. Oh! Gleich noch ein Foto. Sind das 30 Minuten schon um? Ach, guck mal, wie nett er ist. Der hat einen Eingang frei gemacht. Oh, das ist doch da ist so hilfsbereiter, Junge. Total. Möchtest du mit dem, also ich überlasse dir den Controller und den Typi gerne. Also, da, jetzt hat er uns gesehen. Oh, nee, ne? Nein. Das ist zu. Nee! Guck mal, es ist doch nur ein Monster. Willst du mich verarschen? Da, ein einziges. Mit einer Säge. Ist und nicht dein Köpfen. Spaß. Nee, das will ich nicht. Das will ich nie. Na, die hat mich schon gesehen. Du hast die Taschen dann wieder an. Die hat Spaß. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Gegen die Wand die ganze Zeit. Schon hat sie dich. Oh, ja, was, wo soll ich denn hin? Ja, vielleicht, dass man aus dem Gebüsch raus ist, da was siehst. Ich komme hier nicht raus. Die war ewig auf mich am Einschlagen. Ach, die zwei Schläge. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wo soll ich denn hin? Hier ist eine Stolperfalle, da kannst du bestimmt reinloggen. Macht's bum bum. Und? Komm. Hör von wegen! Was ist denn das für eine Kacke? Wo soll ich denn hin? Du sollst sie platt machen! Ja! Hier Feuer! Nicht in die Richtung, in die andere, die ist umgehauen. Oh. Ach, da ist doch überall Busch. Da, die sucht mich. Ich kann hier. Licht aus. Die kommt. Ja, ich sehe sie. Was soll ich machen? Ja, auf das Fass schießen, wenn die da ist, damit es abbrennt. Und nicht wegrennen. Du musst Stärke zeigen, keine Angst. Und oben links lagen Munition. Jetzt. Oder Muni. Was sind denn das für komische Dinger hier überall in diesem. Oh, ich kann das nicht. Klar, oh, ich denke schon.
bist so blöd. Du spielst jetzt so lange, bis du den gemacht hast, so einfach. Ja, da haben wir aber jetzt noch lange was von gemacht. Sieh dich. Guck mal, da liegt auch Muni. Ja, kann ich denn auf die schießen? Schon mal dran gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen die verletzen können, die mal schießen. Meinst du? Muni. Scheint auf jeden Fall verletzbar zu sein. Jetzt? Ja, ich versuche ja schon. Ich versuche ja schon. Ja. Ja. Hab ich der? Tue ich der überhaupt was? Ja, zumindest kriegst du Blutspritzer. Ich? Die. Auf die schießt, spritzt Blütchen. Nimm noch mal eine Spritze da. Nee. Die ist ja immer da. Die ist einfach immer da. Da ist nochmal so ein Teil. Ist jetzt die Frage, blockiert dich das oder blockiert das Vieh? Jetzt. Boah. Ich hab doch die andere halt genommen. Gedrückt halten. Oh. Der Gerbi kommentiert übrigens weiter. Ich habe keine Zeit dazu. Sie sitzt da kommentieren. Schau dir den Kreis. Die Wettlauf gegen die Zeit. Runde 2. Ja, wo soll ich denn hin? Die sieht mich doch überall. Ich habe doch gar keine Chance, mich groß irgendwo zu verstecken. Du sollst sie verstecken. Sollst sie bekämpfen? Du siehst doch, dass das nichts macht. Töte sie! Ja, der wird aber doch kein Blut spritzen, oder nicht? Siehst du? Das weiß ich nicht. Ich denke, die braucht bloß halt ein bisschen mehr. Ja, genau. Wie viel soll ich denn da drauf zimmern? Guck mal, hier läuft was aus. Das kannst du bestimmt reinlaufen zum Abfackeln. Hinter dem LKW. Hinter dem LKW. Was machst denn du? Ich drück alle Tasten, das siehst du doch. Bist du? Willkommen bei Panic Room Charlie. Hier siehst du, da rein. So, wenn du dann der Dritte bist, umdrehen und auf die Plätze schießen. Doch, die verletzt dich schon. Das muss ein bisschen bosskampfmäßig sein. Ruh dich erstmal aus, Sebastian, ist überhaupt kein Thema. Eine harte Rechte. Cassiano hält durch. Er spritzt sich sein Dump und rennt weiter. Platsch, platsch. Da siehst du, die Köpfe gehen auch noch kaputt. Ist dir aufgefallen? Nee. Ich gehe nach und nach kaputt. Eine harte Rechte. Wird es Cassianos noch schaffen, das Unheil der Tiefe zu bezwingen? Da brennt, kannst du wieder abfackeln neben dem Trock. Oh. Mein Kopf, du hast ist, den Kopf verloren. Alter. Ich habe eiskalte Hände. Eiskalte Hände und bin am... Ja, gut, dass ich keine Cam an habe. Oh Gott. Ja, wie oft soll ich denn auf die schießen? Bei dem LKW... Da hinten, wo du das erste, zweite Mal abgefackelt hast, wo du rumgerannt bist, dann war die Öllache wieder da. Ich denke mal, wenn du die ein paar Mal da reinlockst. Wer schafft das? Ja, aber meinst du, es bringt echt was, auf die zu schießen?
Ja, du kannst ja gucken, ob du einen Ausweg findest, aber ich möchte mal behaupten. Nein. Kannst du springen? Ich versuche es gerade. Okay, hinter zu dem LKW würde ich rennen. Ja, so schnell kann ich gar nicht zielen hier. Guck mal, ob das LKW noch brennt. Ne, siehst du? Jetzt würde ich wieder rein durchrennen. Ne, hat's nicht. Du hast auf den Fuß geschossen, nicht auf die Lache. Ach, guck mal, die stand in der Lache. Der Fuß müsste schon längst mit Benzin vollgesogen sein. Siehst du? Geht. Ist doch nicht auf Fuß. Kack, Spielelogik. Jetzt ist keins mehr da. Ach, schade. Der ist schon wieder im Arsch, der Castellanos. Der raucht zu viel, sag's doch. Der soll mal so ein Seminar besuchen. Nichtraucher in 2 Sekunden. Aber der hat wirklich wenig Ausdauer. Das ist die Frage, hilft dir das oder behindert dich das? Das weiß ich nicht. Ich habe mal das Gefühl, du triffst gar nicht, wenn du hier drinne bist. Oder? Täuscht das? Ich kann auch gar nicht richtig schießen dann. So, wo war nochmal so ein Fassding-Kackteil? Rechts. Jetzt da hinter den Gang hinter. Mal renn doch mal geradeaus, du blöder Kack. Polizist. Typ. Und dann glaube ich hinten rechts auch noch eine. Jetzt rechts läuft und dann gerade durch, glaube ich schon eins. Boah, jetzt ist der schon wieder im Arsch da. Die hat mich nicht mehr auf dem Schirm. Was ist denn hier? Ja, die rennt ja da einfach durch, das ist das nächste Witzige. So, lass uns mal ganz kurz die Taktik besprechen heute. Ich glaube, das funktioniert nicht, das drin zu verstecken. Ja, aber diese Dinger, behindern die mich eher oder? Ich weiß es nicht. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht so das Gefühl, dass die wirklich Schaden nimmt. Ehrlich gesagt. Aber putz dich nicht ab, du blöder Polizist, du. Aber es muss ja, guck mal, es wird nicht ohne Grund hier massig Munition rumliegen. Die wird schon Schaden nehmen, aber die wird halt wirklich extrem viel aushalten. Mhm. Mit extrem viel meinst du wie viel ungefähr so? 200, 300 wow. Kugeln? Du bist tot, ist. Ach so. Oder du tot bist. Das ist noch die Spritzliste. Alles gut, alles im grünen Bereich. Ja, aber. Also. Nee. Weißt du? Nicht wirklich. Wie viel Schrotmuni? Bringt's ja wohl nichts. Das bringt überhaupt nichts mit der Schrot. Das ist wirklich wenig Fässer. Nur echt nur die LKW und das eine Fass da hinten. Oh. Ja, wenn du sagst, es bringt nichts auf dich zu schießen, du musst ja ins Rathaus rein, also würde ich sagen, geh mal ins Rathaus rein. Da war doch gar nicht offen.
doch! Wartet erst genüsslich da, bis alles... Da ist zu. Stacheldraht davor, das sag ich doch. Du musst die bekämpfen. Schockbolzen, ist hier irgendwo Wasser? Spritze, nimm die doch! Ist gar kein Wasser, was ist denn hinten noch? Ist wieder, nur mein Fässer. Oh, kann ich nicht umtreten. Das bringt mir alles reichlich wenig hier. Ja. Also dann hilft doch wohl nur der aktive Kampf. Heißt ein Explosionsbolzen? Drück mal Viereck. Noch einmal. Hier. Und den treffen. Taschenlampe. War aus. Hä? Das leuchtet doch die ganze Zeit so komisch. Ja. War irgendwas, sag ich doch, du musst dich bekämpfen. Von wegen vorbei, wenn ich nicht bleibe. Du wolltest dich nur wieder drücken. Ja, ich wollte mich eigentlich nur drücken. Gott, ich brauch mal kurze Pause. Eieieiei. Gott. Ja, ich hab damit nichts zu tun. Boah, meine Hände sind arschkalt. Ich fange an zu zittern. Ich habe Schnappatmung. Wegen was denn? Oh Gott, ich... Der Castellano musste doch rennen. Du saßt doch nur da. Ich fand mich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich hab halt nur nicht gemerkt, dass da irgendwas groß passiert. Also muss doch wahrscheinlich mit dem Bolzen eher arbeiten hier. Oder? Ich denke, dass die eigentlich einfach nur eine Menge ausgehalten hat. Aber du kannst noch mal in den LKW reinkrabbeln, das Zeug rausholen. Diesmal wird keiner reinkommen und dich verhauen. Das ist aber ganz toll. Jetzt kann ich sowieso hier in Polen noch mal rumgehen und alles einsammeln. Wozu waren dann diese Fallstricke? Die haben doch gar nicht so viel, jetzt finde ich. Oder, ne? Aber die verlangsamen echt die Zeit, dass du Zeit hast, auf den zu schießen. Oh. Du kannst, aber du bist auch verlangsamt. Also ich konnte nicht jetzt, ja. Also groß, ne? Hm. So viel Spielraum hatte ich da jetzt nicht. Dann verstehe ich es auch nicht, was das darstellen sollte. Weil hier hättest du noch wahrscheinlich ein Fass. Ne, auch nicht. Irgendwas drin. Aber es lag genügend rum, du hattest halt nur nicht die Zeit, weil die, bis sie dich mal nicht gesehen hat. Immer am Arsch hängen. Ja, die hing dir die ganze Zeit da irgendwo. Ja, außer natürlich hier hinten, vielleicht hättest du dich da ein bisschen verstecken können. Ich komme nicht rüber. Da liegt aber auch noch was. Oh. Also müssen wir wahrscheinlich... Kann man hinten über das Auto krabbeln, was da stand? Und die ganzen Kisten kaputt gemacht hast? Ich glaube nicht, aber wir können gleich nochmal gucken. Boah, meine Nerven, Hier liegt auch noch was. Oh, hier ist er durchgesammelt, guck mal. Oh, diese Gitter sollen... Also man kann das bestimmt oder man hätte das vielleicht ein bisschen eleganter oder sowas. Wollte er hier... Das ist aber doch von dem Fuzzi da mit seinen Kameras. Ja. Ist oben das die Kamera noch am Himmel, die Linse? Ja. Was ist sie zu? Das Auge ist weg. Und da rechts links noch eine Kiste.
vorbeigelaufen. Achso, ich hab die gesehen. Links? Ja, da. Na. Möb. Da waren wir drin. Guckt, ob da hinten bitten noch rum über das über den ja. Transporter kabeln kannst. Glaube ich aber nicht. Da draußen kannst du es auch. Über die Kiste da oben. Guck, draußen kannst du auch über die Autos krabbeln. Oder in der ersten Abteilung könntest du das. Guck mal, hätten das war ja, so ein Blitzfahren. Ja, aber wie soll ich denn da rüberkommen? Was ist denn, wenn du auf die Fässer schießt? Explodieren die vielleicht? Dass es dein Auto dann wegschiebt? Tatsache. Krass. Das ist ein Fotoding. Komm neben. Dass er immer so warten muss, stundenlang. Nimm die! Hat keinen Bock mehr, Flaschen zu sammeln. Aha. Trudel. Was passiert da? Die ist über Eck mit dem Bus irgendwie. Gute Mal. Sind wir das nochmal ein? Dann kostet man hier noch ein bisschen Munition. Da waren aber zwei, wolltest du aber zweimal X drücken, immer für die Hupe und immer für das andere, oder? Da ist die Hupe. Gott, ich dachte, da war gerade noch eins. Ich hab Benutzen und Hupe, aber... Da ist noch so ein rundes Teil, aber da kann ich nix. Kann ich nix machen. Warte. Ich möchte da nicht drankommen, weil... Du hörst doch mal, was passiert, weil wenn du da vorbei willst, musst du sowieso rankommen. Kann ich da drunter herkrabbeln? Versuch's. Wir sind auf jeden Fall auf der anderen Seite. Da ist noch mal auf das Fass werde ich schießen müssen. Weil das ist ein zum Kippen. Oder? Ja, aber dann löse ich es aus. Mach einfach mal. Guck mal, was hat. Siehst du, löst nicht aus. Ha. Was ist das jetzt für ein Strick? Das würde mich jetzt schon reizen, um durchzurennen. Ist das denn gespeichert? Können wir da... Rennen wir bei dem Dings vorbei. Da liegt zumindest kein Fass, das explodieren kann. Bei dem Bus. Renn einfach mal durch jetzt. Volles Ballett. Einfach gerade durch. Rennen! Und ist er gespeichert? Das tut... Gut, Frage geklärt. Das macht tut. Ja, das war ja auch mit der Hupe da verbunden. Wahrscheinlich, wenn du hier, wenn die alte da ist. Oben blinkt's aber jetzt. Ja, wahrscheinlich wegen der Hupe, oder? Hä?
Da, alles gut. Da, ne? Falle entschärfen. Ach, man kann die doch entschärfen. Mhm. Okay, dann machen wir draußen und gucken wir auch nochmal. Steht aber nichts. Das liegt natürlich das blöde Fass da. Oder aufs Fass schießen einmal, dass das. Oder halt auch mal durchrennen. Hm? No, testet. 20 more. Aha. Können wir hinten noch mehr Sträte? Hä? Was? Ja, guck mal, die kann ich aber entschärfen. Die kannst du entschärfen, mal kurz sagen. Ach, Explosivbolzen, gehen wir da auch noch rein? Ach nö. Vielleicht kannst du die Olle hier echt durchjagen oder sowas, dass sie... Weiß ich ja nicht. Hier ist auch noch eine Tür. Warte, aber bevor wir da... Vielleicht kommst du gar nicht. Ich habe jetzt natürlich nicht vorne geguckt. Vielleicht kommst du da vorne gar nicht rein, dass du so oder so hier hinten rum musst. Ja, aber jetzt ist vorne auch das Stacheldraht weg gewesen. Ja, ja, ja. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Weißt du, da jumpt darüber wie so ein junger, ach, das ist voll. Wie so ein junger Gott, ne? Aber. Wir haben mal ordentlich Munition gekriegt. Ja. Da ist noch eine Kiste rechts. Hier sind überall noch Kisten. Wir sind da von Himmel geflogen. Hä? Von Waffenteile. So. Sah so aus, als ob die vom Himmel geflogen sind. Bleib mal stehen. Da hat gerade noch was geblinkt. Tritt schon mal um, dass du aufgesammelt hast. Draußen. Aha. Rausgeflogen. So, ich wollte gerade sagen, du hast dich nicht gut genug umgeguckt. Jetzt auch gerade. Oder nicht? Splint. Mhm. Das hat vorne halt ein krass U gesehen, zu vorne zu wieder. Hm. Können wir jetzt hier rüber vielleicht? Ja, ich komme da nicht rüber. Hm. Ah ja, das ist schon nicht frei. Ja, gut. Das sind jetzt halt Teile noch. Müssen wir einmal ganz rumlaufen. Ich muss erstmal hinter den Gang reingucken. Ja. Hier müssen wir ja sowieso wieder zurück. Muss ja nicht raus. Am Stoßen! Stoßen, Sebastian! Stoß! Mein Gott! Ist der schwächlich! Okay. Oh, oh, oh. Hier sollen wir erst da rum, oder? Jetzt hat er sich die Schulter ausgekugelt, der Arme. Guck mal. Du kannst ja mal runter gucken, was da ist. Noch mehr Kisten. Ich höre auch jemanden. Ja, weiß ich nicht. Hier lang jetzt oder... Oh, 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 schade. Ducken. Hätte ich nicht gesehen. Oh, vielleicht kommt die wieder zurück dann. Ja, bleib da! Ich bleib hier, die kommt doch bis hier hin.
Wenn sie dann kommen. Da. Jetzt kommen, mach da hinten nicht so ein Terz. Du hast gerannt. Ja, jetzt wird. Hä? Jetzt geht's da hinten lang. Ach, willst du was? Ausgetrickst hat schon dich. Jetzt versteckt die sich nämlich. Na toll. Das ist mir echt zu blöd. Oh. Ey, ich schieße! Ich schieße um hin! Kann ich. Ah, schade. Ich wollte das mit dem Drauftreten mal probieren. Naja, gut. Okay, dass da die Beine noch wachsen. Das sind Zombies. Ich weiß nicht, wie das da so funktioniert. Dann kannst du ja bei denen nochmal versuchen. Ich weiß nicht, wie das mit dem. Er hat sich gesehen. Das Problem ist halt, am Zaun sieht man dich halt nur. Also meinst du? Verstehe ich ja, nicht so die Logik. So dünn ist der Kassian doch wieder nicht. Hier ist ja ein Stromkasten. Rechts. Ja, ich wollte einmal nochmal da auf der anderen Seite. Wir sind ja jetzt hier. Ach so, hast du alles safe gemacht? Ja, ist klar. Ist klar. Jetzt, wo die Gefahr und alles hier vorbei ist, möchtest du den Controller wieder übernehmen. Du kannst ja weitermachen. Also, wollen wir halt die Doppelfolge kommen. Heute Doppelfolge mit Charlie. Nee, so war das auch nicht gemeint. Guck mal, hier unten ist jetzt alles safe. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist wirklich nichts mehr. Die geht doch nicht weiter. Ich denke, die steht doch irgendwo eine Statue. Mal gucken. Okay, geht doch weiter, dann ist hier keine Statue gestanden. Gut. Okay. Lass los. Lass loslassen. So, aber hier ist safe. Da drüben haben wir uns umgeguckt. Wir können uns ja mal entscheiden, ob wir jetzt hier weitergehen oder zur Haustür rein. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie der beste Weg ist, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier unten weiter. Erstmal. Mal hier. Hm? Ja. Jetzt habe ich erstmal alle da so safe gemacht, damit der Gerbi auch in Ruhe in der nächsten Folge da durchlatschen kann. Jetzt muss ich mir wieder Gegner suchen, toll. Jetzt tut mir so leid. Du kannst ja die irre Alte auch nochmal. Wir speichern das einfach und du machst das einfach nochmal, wenn du magst. Komm, wir laden einfach einen Speicherstand den letzten. Genau. Dann mach ich das nochmal. Also ich finde, also als du gesagt hast, dass man sie wirklich treffen muss, ging es einigermaßen. Aber ja, man muss halt auch treffen. Ich habe die getroffen. Also wirklich, guck dir doch das Video an hier. Muss ich auch nochmal, ich behaupte hier einfach Sachen. Aber gefühlt habe ich sie echt jedes Mal getroffen. Vielleicht bis auf ein, zwei Mal, wo ich ein ganz, ganz, ganz klein bisschen in Panik war. Ein ganz bisschen nur. Also nochmal. Hm? Also ja, aber ich finde dafür, also ich bin sehr stolz auf mich. Ja. Passt schon. Man muss auch die Kleinen mal loben. Na boah. Das verliert seine Lust. So, meine Lieben, wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Ich bring dich noch zum nächsten Bus. Ist klar.